So, wir sind hier wieder bei Edna bricht aus und reden gerade mit dem verrückten Wachoffizier, dessen Gehirnströme wir übernehmen wollen, um ihn dazu zu bringen, uns aus der Zelle zu befreien. So zumindest mein Plan. Mal schauen, was Edna vorhat. Wir reden gerade über sein Hobby, das Minigolfspielen, und Edna ist da natürlich brennend interessiert dran. Und ja. Will wissen, wo er seine Schläger her hat. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit! So etwas Edles wie ein Stiesel Stiesel und und Sohn schmeißt auch Sohn. niemand weg. Tja, das kann natürlich auch sein. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Mein Gott, ein Stiesel und Sohn, das muss ja was Tolles sein. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Ja, wir sind unserem Ziel schon ein bisschen näher, seine Gehirnströme zu kontrollieren. Zumindest ist er schon so emotional aufgebracht. Ja, dass wir bestimmt bald. Dass er entweder flüchten wird und nach Hause zu seiner Mami rennen wird, oder dass wir seine Gehirnströme doch übernehmen können. Tja, eine innige Vater-Sohn-Beziehung. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nichts. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Ja. Der Wächter ist wirklich verrückt. Aber er war ja bestimmt auch. Papas Liebling, Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Jep. Jep. Tja, da frage ich mich gleich, ob. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. Was das jetzt oder willst du noch was wissen? Er will uns nichts über unseren Vater erzählen. Aber gut. Warum nimmst du nicht Papis Schläger und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Oh. Mein armer Vater. Na warte. Hoffentlich erstickst du hier drin. Dass ich dir die Klimaanlage anschalte, kannst du jedenfalls vergessen. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben ihn emotional durchbrennen lassen. Ja, zumindest so ungefähr. Hey, spann schon mal Hey. auf. Hallo. Was willst du denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich. Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Oh. Yep. Yep. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Oh, das wäre super. Oder Battle Islands könnte man auch spielen. Mir wird schon ganz duselig. Minigolf.
Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu, Schätzchen. Weißt du was? Ich stell dir die Klimaanlage an. Dann kannst du dich ein wenig abkühlen. Ah, jetzt plötzlich. Jetzt plötzlich. Hey, komm doch mal ran, Alter. Hallo. Na, Süße, was gibt's diesmal? Ich will noch mehr über Minigolf wissen. Ich will noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Pro-Liga spiele? Ja, hast du. Yep. Ach, ich kann das nicht irgendwie überspringen, ne? Können wir über was anderes reden? Ungern. Aber wenn's denn sein muss, schieß los. Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Er will uns müde machen. Ja, okay. Wir haben alles ausgehört, was ging. Ich glaube, wir haben Wichtigeres zu tun. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Ha, ha, ha. Benutzen wir mal den Tisch. Wozu? Du bist langweilig, Tisch. Aber der Tisch ist doch... Na gut, Harvey ist dein bester Freund. Der süße Frottee-Stoffhase. Ich habe hier lange genug gesessen. Das glaube ich auch. Deswegen stehst du jetzt. Benutz mal das Gitter. Hey! Hallo! Na, Süße, was gibt's diesmal? Durch Reden und Benutzen haben wir beides Gleiche erhalten. Okay, gut. Vergiss es einfach. Ich habe Wichtigeres zu tun, als mich mit dir zu unterhalten. Ja, genau. Genau. Hua, ahu, hu, hu. Benutzen wir mal die Tür. Die ist verschlossen. Ah. Was hast du erwartet? Ja, Edna. Ja, Edna. Benutze das Polster. Ha. Ha. Da passiert rein gar nichts. Okay. Wofür wohl diese Polster sind? Geräuschdämmung, würde ich sagen. Du meinst, das könnte sein. Kann man sie drinnen hören? Käme auf einen Versuch an. Ist da drin bald mal Ruhe? Tja, Edna. Was dann? Was nun? Sehen wir es uns nochmal an. Nicht schlecht, so ein Sofabezug an der Wand. Ah, ja. Nimm doch den Sofabezug einfach mit. Ich komme nicht mit den Fingern in die Ritzen. Ach, verdammt. Ha! Habe ich hier lange genug gesessen. Oh, mit dem Stuhlbein können wir auch interagieren. Ja, manchmal muss man Leertaste drücken, um das zu sehen, weil da gibt es ja so viele Sachen, mit denen man interagieren kann hier. Potztausend! Abschraubbare Stuhlbeine! Ramschware aus dem Möbeldiscount. Was? Abschraubbare Stuhlbeine? Wir könnten ihm das Stuhlbein wie ein Speer in den Kopf rammen durch dieses Gitter, wenn er es denn öffnet. Wir nehmen uns das Stuhlbein mal mit. Mal sehen, wie abschraubbar dieses Stuhlbein wirklich ist. Oh, wir haben ein Stuhlbein da. Das ist mein neuer Freund, Stuhlfried Stuhlbein. Sag hallo, Stuhlfried. Stuhlfried Stuhlbein. Ah ja, klar. Harvey, was sagst du zu Stuhlbein? Guck mal, Harvey. Ich habe ein Stuhlbein abgeschraubt. Du bist ein Genie, Edna. Wenn es doch nur eine scharfe Kante hätte. Natürlich bist du ein Genie, Edna.
Vielleicht kannst du es ja dem Tisch als fünftes Bein anschrauben. Was? Ich will das Stuhlbein mit Tisch. Ups, ich habe mein Stuhlbein kaputt gemacht. Yeah, Baby. Nehmen wir die Bude auseinander. Juhu. Oh, das ist jetzt ein kaputtes Stuhlbein und es ist ziemlich spitz, so wie es aussieht. Nimm dies, widerwärtiges Ausschlussinstrument. Schade, kein Kratzer. Widerwärtig. Ich will hier raus. Vergiss es. Oh, das war ein bisschen unsynchron, aber egal. Polster. Wir können hier alles aufschlitzen. Klingt wie wenn man ein Brötchen aufschneidet. Okay. Ich habe ein Kunstwerk geschaffen. Oh ja, natürlich. Natürlich. Bist du eines von diesen Schallschluckpolstern? Oh ja. Ich nehme das als ja. Harvey, was sagst du dazu? Harvey, was sagst du dazu? Du solltest Innenausstatter werden. Oh ja, oh ja. Ich denke, wir stützen einfach noch mehr auf. Man könnte auch Adventure-Kapitalist spielen. Oder man könnte mit den Stuhlbeinen diese Zelle hier aufschlitzen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Ich weiß nicht, was es uns bringen soll hier. Aber, oh, wir haben noch einige Polster vor uns, ne? Wir machen die ganze Zelle kaputt. Dann kommen sie rein und sie haben uns unterschätzt, sagen sie dann. Und versetzt es in eine neue Zelle. Währenddessen brechen wir aus, übernehmen ihre Gehirnströme und die Weltherrschaft. Okay. Vielleicht entdecken wir die Klimaanlage. Okay, die Wand haben wir abgefrühstückt. Zählen nur noch hier ein paar Polster. Oh, der Schlitz sieht deutlich anders aus. Oh, ich habe einen neuen Gegenstand in meinem Inventar. Steht hier unten im Steam. Luftzug durch diesen Spalt. Oh. Ja, wenn wir mal die anderen noch aufmachen. Vielleicht kommt da auch irgendwas raus. Zum Beispiel, wie nennen sich diese Box-Klaune, die, da dreht man in der Box, dann kommt ein Clown raus, springt ein Clown raus. Schritschel, Ratschel, Schneide, Schneide. Edna kann so gut mit scharfen Werkzeugen umgehen. Beeindruckend, beeindruckend. Und ein letztes Polster noch. Hey Harvey, schau dir das... Ach nee. Hey Harvey, schau dir das... Das ist mein alter Kumpel Harvey. Oh ja. Wir können ja Harvey nehmen. Nee, können wir mit Harvey reden? Hallo? Hallo Edna. Was gibt's? Wo sind wir hier? Keine Ahnung. Aber ich will hier raus. Kann ich verstehen. Es scheint eine Art Irrenhaus zu sein. Das kann sich doch nur um ein Missverständnis handeln. Kann sein. Wer zum Teufel bist du eigentlich? Wer zum Teufel bist du? Und was? Und warum kannst du sprechen? Ich bin dein Kumpel Harvey. Eine Schande, dass du mich nicht wiedererkennst. Ich helfe dir herauszukommen. Und deinem Gedächtnis auf die Sprünge. Ah. Wie geht es dir, Harv? Mir ginge es besser, wenn wir hier endlich rauskämen. Ich schaue mich dann mal um. Vielleicht finde ich ja einen Weg hier raus. Benutzen wir HW mit dem. Nee,
Schauen wir uns das erstmal an. Hinter diesem speziellen Polster scheint es noch weiter zu gehen. Nehmen wir doch einfach das Polster raus. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Schade. Reden wir mal mit dem Schlitz. Rede mit dem luftigen Spalt. Echo? Hinter diesem Polster scheint ein Hohlraum zu sein. Oh, es gibt sogar ein Echo. Benutzen wir ihn doch mal. Nein, benutze den luftigen Spalt. Mit bloßen Händen komme ich hier nicht weiter. Ach ja, stimmt, ich vergaß. Vielleicht können wir das nochmal weiter ausschlitzen. Stuhlbein. Oh mein Gott. Können wir alles noch weiter aufschlitzen? Vorerst genug geschlitzt. Glaube ich auch. Oh, ein Ventilator. Was haben wir hier? Oh ja. Schraube. Schauen wir uns immer die Schraube an. Ohne kriege ich die nicht ab. Damals hättest du das gekonnt. Wie meinst du das? Damals hättest du die Schrauben lösen können. So meine ich das. Vielleicht schaffen wir es ja nächstes Mal, die Schrauben zu lösen. Das werden wir sehen in der nächsten Folge von Edna bricht aus.